Argentinien besteht aus den fruchtbaren Ebenen der Pampa im Zentrum, Patagonien im Süden, den trockenen Ebenen des Gran Chaco im Norden und dem Gebirgszug der Anden im Westen, dessen Gipfel 6.960 Meter über dem Meeresspiegel liegt. In diesem Land beginnt die Geschichte des argentinischen Criollo, die eng mit der anderer Criollos-Arten verbunden ist. Im Jahr 1535, während der Eroberung der Neuen Welt, brachte Don Pedro Mendoza, der Gründer der Stadt Buenos Aires, 100 Pferde mit. Als die Querandis im Dezember 1536 die Verteidigungsanlagen der Stadt Buenos Aires zerstörten und in Brand steckten, beschloss Don Pedro Mendoza, entmutigt und sehr krank, am 22. April 1537 nach Spanien einzuschiffen und ließ seine Pferde zurück. Ausgesetzt können die Pferde dank der Bedingungen des natürlichen Lebensraums der Pampa problemlos überleben und sich vermehren. 4 Jahrhunderte lang entwickelte sich der argentinische Criollo in völliger Freiheit in den Ebenen Argentiniens. Obwohl Gauchos zu dieser Zeit von Zeit zu Zeit ein paar Pferde fingen, um sie bei der Viehzucht oder auf Bauernhöfen zu verwenden, begann die eigentliche Zucht erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Der argentinische Criollo ist der Nachkomme der Barb, Bagual und andalusischen Pferde, die heute Lusitano und reine spanische Rasse genannt werden. Die Verwendung des Vollbluts wurde aufgegeben, da sein Einfluss so negativ war, dass die Rasse vom Aussterben bedroht war. Der argentinische Criollo, der seinem Vorfahren, dem Pferd Barb, ähnelt, ist nicht sehr groß, aber seine Morphologie ist perfekt an die Bedürfnisse von Gauchos angepasst. In Südamerika gilt es als ideales Pferd für die Arbeit mit Nutztieren. Alle Fellfarben sind erlaubt, außer Marken vom Typ Tobiano. Der argentinische Criollo trägt häufig das Dungen, das durch eine helle Mähne, einen Rückenstreifen und einen weißen Fleck auf dem Kopf gekennzeichnet ist, der manchmal sehr groß ist. Seine Größe liegt zwischen 1,38 Meter und 1,50 Meter, bei einem Gewicht von 400 bis 460 Kilogramm. Der argentinische Criollo hat einen dynamischen Charakter, der sich mit wenig Futter zufrieden gibt, ist energisch, mutig und äußerst ausdauernd. Aufgrund des rauen Klimas ist das Land besonders widerstandsfähig und weist eine weit überdurchschnittliche Lebenserwartung auf, die bis zu 40 Jahre alt werden kann. In Argentinien ist es das ausschließliche Reittier der Gauchos, Reiter, die die Rinderherden in der Pampa bewachen. Für sie ist es das ideale Pferd für Transport, Vieharbeit und auf dem Bauernhof. Seine vielfältigen Fähigkeiten ermöglichen es ihm, sich bei Westernreitveranstaltungen und beim Trailreiten zu profilieren. Auch heute noch wird die Tradition in Argentinien fortgesetzt und der argentinische Criollo wird bis zum Alter von 3 Jahren weiterhin im Freien gezüchtet, ohne jeglichen Kontakt mit Menschen. Die Association Criadores de Caballos Criollos wurde am 16. Juni 1923 in Buenos Aires von einer Gruppe von 40 Züchtern gegründet. Das erste Criollo-Zuchtbuch erschien 1893 in Chile, dann 1912 in Argentinien und schließlich 1930 in Brasilien und Uruguay. Später wurden die 4 Zuchtbücher zusammengeführt.